würde sie versuchen, die Entscheidung wegzulächeln, Verteidigungsministerin von der Leyen nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses. Gerade hat sie erfahren, dass das Parlament untersuchen wird, ob ihr Ministerium zu viel Geld für Berater ausgegeben hat. Das ist das absolute Recht des Parlaments und wir sind jederzeit bereit, sämtliche Formen der Fragen selbstverständlich zu beantworten. 4 Stunden zuvor, von der Leyen eilte zur Sitzung. Eigentlich wollte sie verhindern, dass die Parlamentarier eine offizielle Untersuchung veranlassen. Stand ihnen Rede und Antwort. Fragen gab es viele. Das Thema ist kompliziert. Der Hintergrund, die IT-Technik der Bundeswehr soll erneuert werden. Das Ministerium ließ sich dafür beraten, ein üblicher Vorgang, aber mit außergewöhnlich hohen Kosten, mindestens 200 Millionen Euro. Das Geld soll das Ministerium zudem aus Finanztöpfen genommen haben, die dafür nicht vorgesehen waren. Es stehen die Vorwürfe der Verschwendung und der Vetternwirtschaft im Raum. Der Opposition reichte die Stellungnahme der Ministerin heute nicht aus. Wir werden jetzt als Opposition die Mittel eines Untersuchungsausschusses, Zeugenvernehmung etc. nutzen müssen, um die Dinge dann eben herbeizuführen, wenn das Ministerium es nicht selber tut. Wer hat hier vergabewidrig gehandelt? Wer hat hier rechtswidrig gehandelt? Und wer übernimmt dafür auch die rechtlichen Konsequenzen und die politischen Konsequenzen? Von der Leyen räumte heute bereits Fehler ein und kündigte an, bei der Vergabe von Beraterverträgen künftig genauer hinschauen zu wollen. Ab dem Frühjahr beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss mit dem Fall.